Herzlich willkommen zum virtuellen Pressbriefing des Science Media Center. Diesmal zum Thema Verhalten und soziales Durchhaltevermögen in der Covid-19-Pandemie. Das Zwischenfazit der COSMO-Umfrage. Die Bundeskanzlerin Merkel hat ja verkündet, dass die Kontaktbeschränkungen verlängert werden, vorerst bis zum 3. Mai. Was erreicht wurde, sei ein zerbrechlicher Zwischenerfolg, hat sie gesagt. Und in dieser Pandemie müssen ja die Menschen zum Teil tief verwurzelte Gewohnheiten verändern. Sie sollen sich an das Tragen von Alltagsschutzmasken gewöhnen und Abstand halten. Und Millionen können ihre täglichen Routinen zwischen Arbeit und Freizeit derzeit nicht leben. Und in dieser Ausnahmesituation ist die Frage, wie gehen Sie damit um? Also wie lange werden die Bürgerinnen und Bürger der Kanzlerin und ihren wissenschaftlichen Beratern vertrauen, vor allem dem Robert-Koch-Institut? Es gibt erste Anzeichen, dass sich Ermüdungserscheinungen im Zusammenhang mit der Akzeptanz der verordneten Maßnahmen zeigt. Und gerade durch den Erfolg der ergriffenen Maßnahmen, also das Sinken der Neuinfektionen, wächst die Sorge vor wirtschaftlichen Einbußen, deren gesellschaftlichen Auswirkungen, Ziel- und Wertkonflikte über den weiteren richtigen Kurs. Das COSMO-Konsortium befragt seit 7 Wochen in einer Snapshot-Umfrage rund 1000 Bürgerinnen und Bürger online. Die aktuellen Ergebnisse dieser Woche von Dienstag und Mittwoch wurden kurz vor der Ansprache der Kanzlerin erhoben. Und in dem virtuellen Pressbriefing haben wir 2 Forschende und einen Mediziner hier, damit Sie sprechen können über diese Ergebnisse und was sie bedeuten. Wie immer können Sie Ihre Fragen einfach in das Chatfenster eingeben und wir werden diese dann einbringen. So, dann sind wir auch schon bei der ersten Teilnehmerin. Das ist die Initiatorin des COSMO-Konsortiums und das ist Frau Professor Dr. Cornelia Beetsch. Sie ist Heisenberg-Professorin für Gesundheitskommunikation, Universität Erfurt und eben die Initiatorin des Projekts Covid-19 Snapshot Monitoring. Vielleicht erklären Sie kurz aus den bisherigen Erhebungswellen. Trotz der relativ hohen Risikowahrnehmung treten, das zeigen die Umfragen, so ein bisschen Ermüdungserscheinungen im Zusammenhang mit der Akzeptanz der Maßnahmen auf. Zwar sind die noch gut akzeptiert, aber die Zustimmung sinkt und zwar kontinuierlich. Wie sieht es aktuell aus mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Ihrer Sicht? Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie das hier möglich machen, dass wir mal gemeinsam über diese Daten sprechen können. Wir haben jetzt die 7. Welle gerade erhoben und was wir sehen, ist, dass gerade als die Maßnahmen stärker angezogen wurden, da ging die Risikowahrnehmung scharf nach oben, auch die Akzeptanz der Maßnahmen war sehr, sehr hoch. Und das, vor allem die Risikowahrnehmung, die pendelt sich jetzt ein auf einem Niveau, was leicht unter dem höchsten Niveau liegt und die Akzeptanz der Maßnahmen sinkt leicht. Und das ist jetzt eine Situation, in der wollen wir keinen Alarmismus verbreiten, aber trotzdem sollten wir es als eine Art Frühwarnsystem uns angucken. Woran liegt das? Also, oder kann man das auch in anderen Daten sehen? Wir haben letzte Woche auch Mobilitätsdaten vom Robert-Koch-Institut mal zusammengefasst mit Daten, die wir aus unseren Studien haben. Also Leute, die sagen, ich lehne die Maßnahmen ab, haben wir uns die Welle angeguckt und die sah quasi exakt so aus wie die Mobilitätsdaten. Da können noch ganz viele andere Variablen mit auch eine Rolle spielen. Aber wenn man so das Gesamtmuster anschaut, sieht man, die Akzeptanz wird langsam geringer und die Risikowahrnehmung ist auch auf einem geringeren Niveau da. Wir sehen, die Reaktanz wächst ein wenig. Wir haben das jetzt erstmalig letzte Woche gemessen. Also, können Sie kurz sagen, was Sie damit meinen? Reaktanz heißt? Ja, das ist sozusagen, ob die Leute sich ärgern, ob sie wütend sind über diese Maßnahmen. Und wir sehen, wer eher wütend ist. Das sind eher jüngere Leute, eher gut gebildete Leute. Die lehnen auch stärker die Maßnahmen ab. Also wir können nicht sagen, warum das so ist, aber wir können sagen, wir beobachten das an der einen oder anderen Stelle. Und da ist es wichtig, eben möglicherweise Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen, erstmal auch, dass das Vertrauen oben bleibt. Das sinkt jetzt auch erstmalig ganz leicht. Auch hier kein Alarmismus, aber es ist ein Frühwarnsystem. Und hier sollten wir gucken, dass wir diese gemeinsamen Gewinne, die wir als Gesellschaft auch mit hohen Kosten gemeinsam erwirkt haben, dass wir die nicht aufs Spiel setzen. Das ist ja jetzt ein bisschen ein Paradox, dass je weiter wir sozusagen die Infektionen nach unten bringen, natürlich subjektiv der Wunsch, sozusagen sein Leben wieder aufnehmen, natürlich steigt. Also, dass man dann auch sagt, wenn ich einen Wunsch habe, sozusagen mein Verhalten wieder aufzunehmen, was ich kenne, dann sage ich mir doch, ja, das Risiko ist doch nicht mehr so groß. Das widerspricht sich ja jetzt so ein bisschen. Die wissen zwar, dass das riskant ist, aber objektiv sinkt ja sogar das Risiko dann. Was heißt das? Also, wie werden Leute damit umgehen?
Also letztendlich ist es ja so, die Angst und Sorge, das ist auch wie ein Muskel. Dazu kann Herr Lieb vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen mehr sagen. Wir können auch Muskeln nicht dauerhaft angespannt halten und müssen sie irgendwann mal wieder entspannen. Möglicherweise ist also einerseits ein natürlicher Prozess und auf der anderen Seite ist es psychologisch ein bisschen schwierig. Wir verhalten uns irgendwie und kriegen nicht sofort Feedback. Das heißt, wir bleiben alle zu Hause drin und die Fälle sinken dann möglicherweise erst in 2 Wochen. Das heißt, unser Gefühl zu der Relation, wie verhalten wir uns und wie entwickeln sich die Fälle, das hängt eben nicht ganz genau miteinander zusammen und nicht eng genug miteinander zusammen. Und das kann eben dazu beitragen, dass wir jetzt, wo sich die Situation etwas entspannt, eben auch gerne wieder raus möchten. Was wäre Ihre Empfehlung, sozusagen aus Sicht der Risikokommunikation, sozusagen psychologisch unterfüttert? Was muss sich an den Botschaften verändern? Kann da auch Journalisten was dran verändern? Ja, also ich denke, der Journalismus ist hier ganz wichtig. Ich glaube, wir sollten stark darauf setzen, diese gemeinsamen Gewinne, die Zwischenziele, die wir gemeinsam erreicht haben, stark zu betonen. Auch die Kommunikation aus der Regierung sollte möglichst transparent sein. Man muss sich auch revidieren dürfen. Das haben frühere Studien auch gezeigt, dass das Vertrauen erhält. Und das Vertrauen in die Regierung, in die Krise hier leiten, ist zentral wichtig. Das sehen wir in ganz vielen verschiedenen Analysen. Egal, ob es um die Akzeptanz einer Tracing-App geht oder auch vielleicht eine Akzeptanz eines zukünftigen Impfstoffs, ist das Vertrauen in die Behörden ganz zentral wichtig. Und das müssen wir jetzt versuchen, hier zu schützen. Beziehungsweise Gut. Es wäre schön, wenn das Vertrauen weiter aufrecht bleibt. Gut, dann sind wir bei unserem zweiten Gesprächspartner, Herr Professor Dr. Klaus Lieb. Ich würde Sie bitten, das Mikrofon noch ein bisschen nach oben zu stellen, weil Sie atmen nämlich sonst rein, das hört man. Okay, vielen Dank. Soll ich die Luft anhalten? Genau, so ist wunderbar. Professor Dr. Klaus Lieb ist Direktor des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz und Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin in Mainz. An Sie die Frage erstmal zu Beginn. Wie lange halten die Bürgerinnen und Bürger diese strikten Maßnahmen Ihrer Meinung nach noch durch? Und was kann der Einzelne tun, um diesen doch ziemlich außergewöhnlichen Ausnahmezustand auszuhalten, besser auszuhalten? Oder was kann er tun, um sich da sozusagen mit anzufreunden? Ja, ich freue mich auch, dass wir hier diese Schalte haben zusammen. Und danke für die Einladung zunächst mal. Also ich bin natürlich auch kein Hellseher. Ich kann es natürlich jetzt nicht so genau dann prognostizieren, wie lange sozusagen die Bevölkerung das durchhält. Aber ich glaube, was man sagen kann, es ist schon ein wahnsinniger Kraftakt, ja. Also was die Bevölkerung jetzt zusammenbringt. Also dass 80% der Bevölkerung wirklich in der Lage sind, Frau Bitsch, korrigieren Sie mich, ja, aber etwa 80%, die sagen oder die auch wirklich diese regelkonformen Handlungen umsetzen. Das ist schon eine großartige Leistung. Und Sie hatten es vorher mit dem Muskel gesagt. Also das ist schon richtig. Also wenn ich etwas, eine ganz andere Verhaltensweise versuche einzunehmen über einen längeren Zeitraum, dann ist natürlich so, dass man da auch dann irgendwann ermüdet und dass dann relativ schnell auch wieder der Wunsch da ist, doch wieder in die alten Verhaltensmuster zurückzukehren. Also insofern wäre es schon nochmal wichtig, dass man tatsächlich da dieses Durchhalten und die Motivation nochmal fördert, durchzuhalten. Und da ist, glaube ich, das wurde ja auch früher schon gesagt, wichtig auch zu sagen, wir machen das ja nicht nur für uns selber, sondern vor allem auch aus solidarischen Gründen für unsere Mitmenschen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Motivationsfaktor, ja, der auch da hier das Durchhalten, glaube ich, ganz gut fördern kann. Und das ist auch, was die Leute relativ gut hinbekommen. Also diese sozialen Kontakte eigentlich auch aufrechtzuerhalten in der Krise. Also das gelingt doch den meisten ganz gut. Was nicht so gut funktioniert und was ziemlich Stress auch macht, ist eben das Durchhalten einer Tagesstruktur, so Routinen einzuhalten und auch gegen Langeweile anzukämpfen. Das scheint vielen schwer zu fallen. Und da sind die Menschen, die besser mit Stress umgehen können, also die resilienter sind, also die hier besser vorbereitet sind, denen fällt es leichter, diese Tagesstruktur und Routinen einzuhalten und damit auch besser zurechtzukommen. Ich glaube, dass sie dann auch letztendlich das besser umsetzen können. Was wir aber allerdings nicht gefunden haben, also die Resilienten sind nicht unbedingt, wir hatten in der ersten Welle, Frau Beetsch, hatten wir, oder in der vierten Welle war das so, dass die Resilienz eher von den älteren
Also dass es da auch einen Alterseffekt gab, das haben wir jetzt nicht mehr gesehen. Also es sieht so aus, dass die Leute zwar auch Ängste und so weiter haben und auch zum Teil Hoffnungslosigkeit, aber dass im Vergleich zur Normalpopulation die Resilienz, also der Glaube, die Krise überstehen zu können, dass es nicht geringer ist, als wir das sonst haben in den letzten Jahren. Also mit unserer Normpopulation verglichen, sind die nicht weniger resilient jetzt in der Krise als auch sonst. Das ist eigentlich auch ein ganz positives Zeichen. Ich dachte, ein Befund war gewesen, dass sich Ältere sozusagen etwas als resilienter einschätzen und dass sie deswegen ihre Risikowahrnehmung. Ja, das haben wir auch gesehen. Das haben wir auch gesehen. Wir sind jetzt gerade dabei und das ist ja, was wir mit Frau Beetsch machen, dass wir die Daten natürlich dann auch über den Verlauf nochmal anschauen. Da haben wir jetzt in der nächsten Welle den Zusammenhang so nicht genau gesehen, aber in der Einbefragung mit den 1000 war das so. Und da muss man sicher, glaube ich, kann man schon eine Schlussfolgerung rausziehen, nämlich dass man bei den Älteren eher aufpasst, dass die eben sich nicht zu risikoreich verhalten. Also dass die eben nicht meinen, so ja, haben wir früher auch schon alles überstanden oder die Nachkriegszeit haben wir auch schon bewältigt. Was sind das hier für kleine Probleme? In unserem Tagesablauf ändert sich ja auch nichts, sagen ja viele ältere Menschen. Also da muss man, glaube ich, besonders nochmal darauf hinweisen, dass die eben sich weiter schützen. Aber auch das hat sich wahrscheinlich im Lauf der Diskussion, im Lauf der Wochen jetzt auch etwas verändert, ja, dass die Älteren doch mehr sehen. Die sind halt einfach Risikogruppen und müssen besonders aufpassen. Das scheint also stabiler zu sein. Gut, dann kommen wir jetzt zur dritten im Bunde, Professor Dr. Eva Baumann. Sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaft am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung, Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover. Und Sie würde ich gerne fragen, als Kommunikationswissenschaftlerin, wie bewerten Sie das Informationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger, was sich in den Umfragen so ein bisschen zeigt? Und welche Rolle spielen eigentlich die Medien derzeit in Frage auf das Wissen und auch das, was die Menschen dann mit dem Wissen sozusagen anfangen? Wie sehen Sie da drauf? Also ich glaube, in der jetzigen Situation der Aufforderung zur sozialen Isolation und Kontaktarmut wird einmal mehr deutlich, dass Austausch, Kommunikation, Information letztendlich die wichtige oder eine sehr wichtige Strategie ist, auch Unsicherheiten der Menschen oder die Strategie der Menschen selbst, ihre eigene Unsicherheit zu managen. Das heißt, dieses Gefühl, isoliert zu sein, kann ein Stück weit kompensiert werden dadurch, dass sich die Menschen intensiv mit anderen austauschen und Informationen nutzen. Und das zeigen, finde ich, die Daten sehr gut. Das Informationsverhalten ist auf einem anhaltend hohen Niveau. Hier scheint sich überhaupt kein Ermüdungseffekt zu zeigen. Und auch bei den Fragen zum Austausch mit den Menschen im direkten persönlichen sozialen Umfeld, aber auch über Social Media, wird deutlich, dass hier eine hohe Bedeutung beizumessen ist. Frau Baumann, und, können Sie nochmal den Link neu starten? Ich glaube, bei Ihnen ist eine kleine Hörstörung im Moment. Wenn Sie nochmal den Link noch mal neu bestätigen würden. Ja, Sie hören sich so ein bisschen abgehakt an. Das gefällt mir nicht. Sorry. Also ich habe Sie gehört gut, aber offenbar haben die Zuhörer nicht alle gehört. Ja. So. Gut. Hören? Ich kann Sie wieder hören und sehen. Da ist sie wieder. Wunderbar. Okay, ja, jetzt können Sie weiterreden. Sorry. Okay, aber man konnte mich akustisch schon verstehen. Oder soll ich mal von vorne anfangen? Ja, akustisch, ja, aber so ein bisschen abgehakt. War okay. Fahren Sie fort. Also, wie gesagt, ich glaube, dass einfach Kommunikation und Information zur Unsicherheitsbewältigung der Menschen beitragen. Und ich glaube, das zeigen die Daten eben sehr schön, wie wichtig es den Menschen ist, Informationen verfügbar zu haben. Und wenn man jetzt bedenkt, wie omnipräsent das Thema Corona in den Medien, in allen Medien, im sozialen Umfeld, am Arbeitsplatz, und natürlich auch in den Massenmedien ist. Und wir haben trotzdem dieses hohe Informationsverhalten. Dann wird deutlich, dass wir hier nicht irgendwie runterfahren sollten, was den Informationsfluss angeht. Und ich glaube, dass es eher wertvoll ist und auch wertgeschätzt wird, wenn zum Beispiel die Medienvertreterinnen und Vertreter auch mit der Vorhandenheit wissenschaftlicher Unsicherheit, also fehlender Evidenz, die wir ja natürlich in dieser Situation an den verschiedenen Stellen noch haben, auch offen und transparent umgehen und gleichzeitig aber Orientierung und Hilfe liefern.
Und wenn wir immer nach, wie wichtig sind die Medien, wenn wir danach fragen, dann würde ich immer gerne antworten, das kommt total drauf an. Und es gibt einfach so viele unterschiedliche mediale Kanäle, von den sozialen Netzwerkmedien, in denen wir uns austauschen, bis eben zur massenmedialen Berichterstattung, die natürlich auch in ihrer Summe zusammenwirken. Das heißt, es ist nicht das, der einzelne Informationskanal, die einzelne, das einzelne Format, der einzelne Informationsanbieter, der hier eine Rolle spielt, sondern wir müssen bedenken, dass die Menschen in ihrem Alltag sozusagen die Informationsbausteine, die sie aus allen Ecken persönlich und medial vermittelt bekommen, zusammenbauen und daraus ihr Gesamtbild entsteht. Hm. Und von daher ist, glaube ich, dieses Zusammenwirken wichtig und wir sollten, glaube ich, nicht vergessen, wie hoch die Bedeutung eben auch der nicht fachlichen und rein sachbezogenen Information ist, sondern eben auch die der emotionale und der soziale, die emotionale und soziale Unterstützung, die eben medial vermittelbar ist. Auch durch Fallbeispiele in Massenmedien kann das möglich gemacht werden, wenn man zum Beispiel Positivbeispiele berichtet bekommt, Schilderungen von einzelnen Personen, die ihre Geschichten erzählen, die können Identifikationsangebote schaffen. Und ich glaube, die beiden Säulen, also natürlich die umfassende und evidenzgesicherte Sachinformation zu jeder Zeit, das ist, steht über allem, das muss sein und ist, glaube ich, elementar, aber die andere Achse ist eben auch wichtig dafür, wie sich die Menschen, was sie denken, welche Einstellung sie zu den Maßnahmen haben, welches Commitment sie zeigen, welches Vertrauen sie in die Maßnahmen haben und wie sie sich dann schlussendlich verhalten. Gut, ich habe jetzt schon hier eine erste Frage und ich glaube, die geht erstmal an Frau Beetsch und zwar, ob untersucht wurde, wie viele Menschen eigentlich den Prozess der Immunität durch Covid sozusagen verstanden haben, in Anführungszeichen. Und das ist insofern relevant, weil die Frage ist eigentlich, haben die, wie viele halten eigentlich diese Idee einer kontrollierten Durchseuchung von allen sozusagen für sinnvoll im Vergleich zu einem praktisch, ja, wie soll man sagen, Suppression, also dass möglichst wenige Infizierte oder Menschen sich infizieren. Haben Sie das untersucht? Das ist die Frage. Also inwiefern die das verstanden haben, ist schwer zu sagen. Wir fragen immer ab, ob sie denken, dass nach einer durchgemachten Erkrankung Immunität besteht. Und wir sehen hier, dass das ging auch so ein bisschen hoch, jetzt ging es wieder runter. Im Moment sind wir bei 30%, die sagen, ja, danach ist man immun. 60% sagen, danach ist man nicht immun. Aber diese Schwankungen darin deuten doch auch darauf hin, dass auch in der Bevölkerung das Wissen darum sehr unsicher ist. Wir sehen, dass neues Wissen wahnsinnig schnell aufgenommen wird. Irgendwann kamen mal neue Befunde zu Geschmacks- und Geruchsverlust. Da haben wir in einer Woche waren ganz wenig und in der nächsten waren es schon 70%. Also neues Wissen wird schnell aufgenommen. Aber hier besteht offensichtlich sehr große Unsicherheit. Und was die das aber dann in der für Wissenschaft auch besteht. Die in der Wissenschaft ja, auch besteht und was das nachher für die Durchseuchung meint, können wir nicht sagen. Wir haben diese Woche erstmalig abgefragt, wie impfbereit Leute wären und sehen, dass im Moment 79% gerne eine solche Impfung hätten. Interessanterweise vor allem ältere Menschen, vor allem Männer. Und das zeigt ja auch, dass die Risikogruppen verstanden haben, dass sie Risikogruppen sind und eben besonders sich einen solchen Impfstoff wünschen. Herr Lieb, wollen Sie da noch was ergänzen zu dieser Frage? Also ist ja ganz interessant. Nee, das ist auch schwer in so einer Cosmo-Panel-Befragung jetzt einfach abzufragen, glaube ich, ja, weil das so eine komplexe Thematik ist und die Problematik bei den Befragungen ist ja, die Frage muss so präzise formuliert sein, dass sie auch richtig verstanden wird und dann auch richtig interpretiert werden kann. Und hier müssen wir, glaube ich, wirklich dann ziemlich weit ausholen, sodass diese Frage, glaube ich, in so einem Panel nicht sinnvoll gestellt werden kann, würde ich an der Stelle sagen. Aber wichtig ist die Frage natürlich. Hier ist eine Frage an die Kommunikationswissenschaftlerin, glaube ich. Wie sollten Journalistinnen mit der Kritik umgehen, dass es jetzt so ein bisschen den Anschein hat, dass es außer Corona keine anderen Themen mehr gibt? Also praktisch, das ist kompletter Informationsoverload. Ja, das ist eine gute Frage, finde ich. Haben Absolut. Sie da eine Empfehlung? Wie sehen Sie drauf? Ich finde auch, dass es eine sehr berechtigte Frage ist. Gleichwohl ist es ja nicht so, als sei gar kein anderes Thema auf der medialen Agenda. Mhm. Natürlich wäre es andersrum
möglicherweise, also könnte man es auch als fahrlässig betrachten, wenn das, was das Land und die Welt aktuell am stärksten beeinflusst, nicht ganz oben auf der medialen Agenda steht. Das heißt, ich glaube, die Journalistinnen und Journalisten stehen vor der Herausforderung, tatsächlich eine nicht Gleichgewichtung, aber eine Ausgewogenheit insofern zu zeigen, als dass sie natürlich auch zeigen, welche anderen Themen relevant sind und bleiben. Und ich beobachte das eigentlich ganz, oder ich kann mir vorstellen, dass eine Strategie, dass es extra Seiten immer zu Corona gibt, extra Sendungen zu Corona gibt, dass man also als Mediennutzerin und Mediennutzer auch die Möglichkeit hat, sich bewusst diesen Corona-Fenstern zuzuwenden und sich zu informieren, aber genauso Fenster hat, Seiten oder Bücher in der Tageszeitung, genauso wie Unterhaltungsformate im Fernsehen, und die sind ja nach wie vor immer noch vorhanden, und so Unterhaltungsmedien werden aktuell auch sehr, sehr intensiv genutzt. Das heißt also, es ist ein durchaus vielfältiges Angebot vorhanden, und ich glaube, dass man eben es gut durch so eine gewisse Sortierung hinkriegen kann, dass man sich eben auch mal bewusst von diesem Thema loseisen kann und mal eintauchen kann wieder in eine andere Themenwelt und gleichzeitig natürlich auch die anderen Themen, die sonst noch auf der Welt wichtig sind, natürlich auch in den Nachrichten aufscheinen. Das tun sie, aber sie sind natürlich an nachrangiger Stelle platziert. Aber das ist, glaube ich, durch die Nachrichtenwertigkeit dieses Thema sehr, sehr gut und sehr plausibel nachzuvollziehen. Das ist die Aufgabe der Journalistinnen und Journalisten, auch die brennendsten und die nahen Themen oben auf die Agenda zu setzen. Herr Lieb, Sie wollten was ergänzen. Ja, ich wollte auch was ergänzen. Also ich denke, dass man die Kritik schon sehr ernst nehmen muss, weil es gibt ja auch noch sehr viele andere Themen in der Welt, die wichtig sind. Aber vielleicht nochmal aus psychologischer Sicht. Also wir haben gesehen in der Auswertung der Cosmo-Panel-Daten, dass die Angst oder die Ängstlichkeit der Bevölkerung sehr stark mit dem Medienkonsum korreliert, und zwar hauptsächlich mit der Häufigkeit des Medienkonsums. Und das heißt mit anderen Worten, dass wenn es nur noch um dieses Thema geht, werden natürlich auch Ängste geschürt, und Ängste können geschürt werden. Also wir wissen zwar nicht die Kausale, das muss ich jetzt dazu sagen, also es ist eine positive Korrelation zwischen dem Konsum von Medien und zwar insbesondere der Menge des Konsums und der verstärkten Ängstlichkeit der Befragten. Das ist deutlicher zu sehen bei den nicht öffentlichen Medien, also wenn die mehr so im Internet irgendwo rumsurfen, als jetzt zum Beispiel in den etablierten Medien. Aber der Haupteffekt ist auf die Menge des Konsums. Und deswegen sage ich immer allen, dass es wichtig ist, dass man sich da auf jeden Fall Medienpausen einschaltet. Und die können natürlich auch die Medien selber machen, indem sie eben nicht die ersten 10 Seiten der FAZ und Süddeutschen jetzt nur noch damit pflastern, sondern dass da auch andere Dinge kommen. Das halte ich für die psychische Gesundheit und den Umgang extrem wichtig. Ich sage 2-mal am Tag Medienkonsum und keine, Frau Baumann, da bin ich nicht ganz bei Ihnen, also keine Einzelschicksal Konsum, also kein Massenkonsum von Einzelschicksalen. Das macht die Leute nur, meine positive Beispiele, wie eine überlebt hat und so, das vielleicht dann schon eher, aber diese ganzen Auseinandersetzungen mit Einzeldramatiken, das führt eben zu einer verstärkten Belastung der Bürger, und deswegen würde ich schon sagen, mach mal da ein bisschen weniger. Ja. Da ging es mir auch eher um die Positivbeispiele von Einzelschicksalen, würde ich dazu sagen. Ich glaube, Frau Beetsch hatte sich noch gemeldet. Ja. Wir wollten auch noch was, glaube ich, zum Frage, ja, wie ist das Informationsverhalten und was ja, also eher so, nee, mal was ganz anderes. Was ich mir eigentlich wünsche von Journalisten, weil jetzt die Frage ist, wie sollen Journalisten damit umgehen? Ich habe das Gefühl, dass die Corona-Krise wie so eine Art Katalysator ist und einfach aufzeigt, was vorher schon echt schiefgelaufen ist und was aber nie so richtig, da hat es halt nicht so richtig gebrannt. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel an der Bezahlung der Pflegekräfte zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, was jetzt ja schon medial auch aufgegriffen wird, auch politisch vielleicht hoffentlich. Und ich glaube, das wäre von meiner Seite aus ein Wunsch, dass man sozusagen dieses Brennglas benutzt und diese Themen nicht loslässt und für die Zeit nach der Krise vorbearbeitet oder da vielleicht eine gewisse
Wegbereitung jetzt schon legt in der Zeit der Krise, weil ich glaube, da werden einige Themen relevant. In welche Richtung könnte das gehen? Erstmal noch Frau Beetsch und dann vielleicht Frau Baumann? Also haben Sie da eine Idee schon? Oder das kann Klima. Es ist ein Desiderat, aber es können Klimathemen sein, es sind gesellschaftliche Themen, Equity-Themen, Dinge, wo in der Krise eben man sieht, was am System möglicherweise, wo es krankt. Wie gesagt, das Beispiel Bezahlung von Kindergärtner-Innen und Pflegekräften. Da gibt es mit Sicherheit noch mehr und da gibt es sicherlich auch viele findige Journalisten, die da wenn Sie neues Futter suchen, da bestimmt durch diese Brille sehr viel finden können. Frau Baumann, Sie wollten noch was ergänzen? Ich würde gerne noch mal kurz auf das eingehen, was Herr Lieb sagte, weil ich finde, er hat noch mal damit einen ganz wichtigen Punkt angedeutet, dass er gesagt hat, es ist nicht die reine Menge der Mediennutzung, sondern es kommt eben auch darauf an, welche Medien genutzt werden, wenn es dann um den Zusammenhang mit einer höheren Besorgnis beispielsweise geht. Und von daher glaube ich, dass auch hier noch mal deutlich wird, wie wichtig qualitativ hochwertiger Journalismus ist. Das heißt, diejenigen, die aktiv nach Informationen suchen, die gute Informationen haben wollen, die werden die in den entsprechenden Quellen finden. Es gibt aber auch natürlich eine Gruppe, immer eine große Gruppe, die sich eben vielleicht nicht nur die Qualitätsmedien herausgreift. Und wenn wir dort kontinuierlich mit einem eher negativ, eher dramatisierenden, boulevardeskeren Kommunikationsstil konfrontiert werden, dann stellt das natürlich vielleicht den Zusammenhang, den Sie andeuteten, nochmal deutlich heraus. Aber ich glaube auch, dass der Informationsbedarf ist halt hoch. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein guter Weg ist, das Thema kleiner werden zu lassen, sondern gut auffindbar zu halten und gute Quellen bereitzustellen. Denn wenn man die Kausalrichtung umdreht, dann sind ja die viele Informationen suchen, möglicherweise eben auch die damit ihre Unsicherheit zu bewältigen suchen. Es gibt hier eine Frage an Frau Beetsch zu den Geschlechterunterschieden in den Cosmo-Daten sozusagen. Und zwar ist die Frage, da ja Frauen offensichtlich seltener, die Fragestellerin sagt sogar schwächer erkranken, ich weiß gar nicht, ob das so ist, könnte es sein, dass Frauen sozusagen zuerst wieder ins gesellschaftliche Leben zurückkehren würden und wären Frauen dazu bereit? Also, wie sieht es aus mit den Geschlechtern um? Gibt es da irgendwelche Signale in der Umfrage zwischen Männern und Frauen, die Sie für relevant halten? Also wir fragen ja immer nach der Risikowahrnehmung. Da ist tatsächlich so beim Schweregrad, also wer männlich ist, denkt, er wird möglicherweise schwerwiegender erkranken. Was wir, wenn man das jetzt weiterdenkt auf die Maßnahmen, haben wir jetzt das nicht bezogen auf Geschlecht abgefragt, aber bezogen auf Alter oder auf Regionen. Also sollen die Älteren länger zu Hause bleiben, die Jüngeren schon früher wieder arbeiten gehen, sollen die Großstädte länger geschlossen bleiben als das Land? Und was wir gesehen haben jetzt über mehrere Wochen, ist, dass gerade solche zielgruppenspezifischen Lösungen nicht besonders gut akzeptiert sind. Hat ja Frau Merkel jetzt auch gesagt, dass sie sowas nicht machen wollen, gerade in Bezug auf altersspezifische Regelungen. Also das halte ich für schwierig, was die Akzeptanz angeht, ohne dass sich das bezogen jetzt auf Geschlecht, dass wir das erfasst hätten. Aber aus den anderen Daten würde ich denken, könnte man das schon mal vorsichtig vorhersagen. Herr Lieb, vielleicht nochmal dazu. Sehen Sie irgendwelche aus sozusagen psychiatrischer Sicht? Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Wir haben es nicht gesehen, aber grundsätzlich sind natürlich, sagen wir mal, psychische Belastungssymptome bei Frauen häufiger. Also Ängstlichkeit, Depressivität sieht man eigentlich immer häufiger beim weiblichen Geschlecht. Wir haben das aber hier nicht so gesehen. Ich fand diese Frage von Frau Götze da noch mit den 80%, weil ich das vorher gesagt hatte, auch nochmal, um da anzugreifen. Also die anderen 20%, also was wir nicht gesehen haben, es sind nicht die Ängstlichen oder die besonders Resilienten oder die besonders Alten oder Jungen, die sich weniger an Schutzmaßnahmen halten. Also ich habe da wirklich keine guten Korrelationen gefunden. Ich weiß nicht, ob Frau Beetsch da was hat mit den 20%, wer das dann ist, die sich nicht so dran halten. Haben Sie das mal genauer ausgerechnet? Also bei unseren Korrelationen ist da nichts rausgekommen, was jetzt so die psychischen Variablen anbelangt.
Nee, das sind ja die Daten jetzt, die wir gestern ausgewertet haben. Und diese 20% der Leute, die sich nicht dran halten, die können wir gerne nochmal genauer angucken. Wenn ich was habe, kann ich auch gerne twittern. Ja, ist eigentlich eine interessante und wichtige Frage. Ja, finde ich auch. Kann ich aber jetzt akut nicht beantworten. Ja. Das ist ja gut, dass wir sozusagen Live-Forschung betreiben. Das finde ich ja auch hochspannend. Ja. Kommt jetzt eine Frage nach dem, Sie haben ja Frau Beetsch und vielleicht auch Frau Baumann. Ich glaube, es ist so, dass es einen kleinen Knick in dem Vertrauen gegenüber dem RKI gibt. Also das schwächt sich ein bisschen ab. Und das ist ja die Frage nach der behördlichen Kommunikation. Gibt es da irgendwas, was Sie vermissen? Oder läuft da irgendwas oder Botschaften, die das Vertrauen stärken könnten? Welche sehen da vielleicht Misstrauen? Gibt es da irgendeine Vermutung, woran das liegen könnte, dass sich da was dreht? Frau Beetsch vielleicht erst und dann vielleicht noch Frau Baumann, was die behördliche Kommunikation generell angeht. Wie sollte die eigentlich aussehen oder wie darf sie nicht aussehen? Frau Beetsch. Naja, also so das grundsätzliche 101 der Krisenkommunikation hatte man jetzt in dieser Krise schon das Gefühl, dass das sitzt. Also es werden keine definitiven Aussagen gemacht. Man revidiert sich auch mal, vielleicht ungern, aber man tut es. Man sagt auch, was man nicht weiß und was man tut, um das, dieses Wissen zu bekommen. Also da habe ich schon das Gefühl, dass da sehr viel gut läuft. Es werden sehr viele Datenquellen herangezogen. Die Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und der Regierung ist relativ eng und man macht gemeinsame Pressekonferenzen und so weiter. Also ich glaube, da ist erstmal sehr viel Gutes passiert. Jetzt muss es natürlich weiter das Vertrauen aufrechterhalten bleiben. Da ist die Transparenz, ist, denke ich, ein wichtiger Faktor. Aber auch, jetzt gilt es halt auch ein bisschen sozusagen uns bei Laune zu halten. Da geht es, wie ich vorhin schon sagte, glaube ich, schon um auch das mal feiern der gemeinsamen Gewinne und das einfach das deutlich machen, dass wir halt weiter durchhalten müssen. Was bröckelt, ist ja die Sorge, dass das Gesundheitssystem überlastet sein könnte. Das ist die zentrale Begründung für die Maßnahmen im Moment. Da müsste man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man da nochmal dazu was kommunizieren möchte, vielleicht auch visualisieren, wenn wir diese 20% haben, die Ausnahmen machen, ja, die nicht sagen, ich halte mich immer dran oder häufig. Was bedeutet das denn? Es gibt irgendwie kleine Simulationen, die zeigen, wenn nur ich mal ausnahmsweise einen Freund treffe, was bedeutet das? Und was bedeutet das, wenn es meine Freundin auch macht und meine Mutter und irgendwie noch zwei, drei andere? Und was bedeutet das für die Gesellschaft, wenn nur jeder mal ab und zu eine Ausnahme macht? Sowas sind potenzielle Dinge, die uns einfach nochmal klar machen können zum jetzigen Zeitpunkt, wie dieses epidemiologische Infektionsgeschehen, wie dynamisch das ist. Mechanismen es da geben kann, dass wir sie auch verstehen können. Es sind ja Sachen, die über lange Zeiträume passieren, dass wir sowas sehen, dass es für uns erfahrbar ist. Und sowas kann natürlich auch genutzt werden, um das Vertrauen hochzuhalten, gerade wenn wir ja sehen, dass wir haben noch Intensivbetten und unsere Sorge ist nicht mehr so groß. Und da sollte uns einfach sehr klar gemacht werden, warum es wichtig ist, dass es trotzdem so weitergeht. Ich wollte nochmal die Frage an die Frau Baumann noch mal ein bisschen verschärfen. Das RKI ist ja in gewisser Weise eine Twitter-Rolle. Es ist sozusagen eine wissenschaftliche Behörde, die sozusagen eine wissenschaftliche Beratung macht. Gleichzeitig soll sie ja auch sozusagen Forschung, wissenschaftliche Evidenz einbringen. Aber sie ist auch gleichzeitig sehr dicht an der Politik sozusagen. Sie stützt die Maßnahmen oder sie berät die Politik. Wie wird das eigentlich von draußen wahrgenommen, vom Bürger? Also ist ihm das zu eng? Will der lieber unabhängige Wissenschaftler hören, die sozusagen nicht Teil des Teams Bundesregierung sind? Oder ist es egal in der Kommunikation, also von dem Vertrauen in diese behördliche Kommunikation her gesehen? Ich glaube, besonders wichtig ist es, dass es nicht immer nur ein und derselbe Akteur ist, der auch medial präsent ist, sondern dass es eine Vielfalt gibt. Das kann natürlich das RKI selbst tun, was es auch tut, indem unterschiedliche Expertisen eingebunden werden. Und ich glaube, das ist wichtig und hilfreich und stärkt auch Vertrauen, dass man nicht so tut, als gäbe es den einen funktionierenden Marshallplan, der eben einzuhalten ist, und diese Fragilität des Wissens und der jeweiligen Einschätzung der Lage, damit offen und transparent umzugehen, so wie Frau Beetsch das ja auch schon gesagt hat. Und ich glaube, dass eben gleichzeitig die Anschaulichkeit und der Informationen, die Niedrigschwelligkeit der Informationen, das Runterbrechen auf die Alltagssituation, das Aufzeigen von wirklich handlungspraktischen Empfehlungen wichtig ist. Aber gleichzeitig ist ja auch nicht gewährleistet, dass alles das
wenn Vertrauen in eine solche Institution sinkt, dann kann das ja auch daran liegen, dann muss es nicht bedeuten, dass sie sozusagen inhaltlich nicht gut genug kommuniziert, sondern dann kann es auch einfach sein, dass diejenigen, die so etwas wie Reaktanz entwickeln, von denen Informationen gar nicht mehr erreicht werden. Das heißt, das RKI ist ja zwar ein eigener Kommunikator und wird, man folgt ihm, man kann im Internet umfangreichste Informationen finden, aber das tun natürlich nur diejenigen, die aktiv suchen. Das RKI ist als Akteur natürlich auch medial sehr präsent, aber auch da werden nicht alle immer mit den gleichen Informationen erreicht. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns immer bewusst machen, dass das, was gesendet wird, nicht unbedingt auch für alle das ist, was dann gerade bei denjenigen ankommt, die wir besonders erreichen wollen, nämlich die, die vielleicht eher ablehnende oder eher kritischere Haltungen haben. Insgesamt glaube ich einfach, dass die Vielfalt und die, sozusagen Transparenz, informationale Vielfalt und die Offenheit im Umgang mit dem vorhandenen und nicht vorhandenen Wissen elementar ist. Ja, ich habe hier noch eine Frage. Wir sehen die Fragen übrigens nicht. Habe ich jetzt aus der letzten Umfragewoche genommen. Man sieht die Fragen jetzt nicht mehr. Können wir die irgendwie? Das brauchen Sie nicht. Ich stelle sie einfach. Nee, weil das wird ganz gut, wenn man sie vor. Nee, Sie brauchen einfach nur mir zuhören. Alles gut, ich höre Ihnen zu. Die Frage, Frau Beetsch, ist aus den Werten zu den Impfungen. Und zwar nicht jetzt die Infektionsschutz gegen Coronavirus, sondern da wir haben Daten erhoben, dass 30% der in den letzten 6 Wochen geplanten normalen Impfungen für sozusagen ja Kinder, aber auch möglicherweise Erwachsene, sozusagen aufgeschoben wurden oder zumindest im Moment nicht durchgeführt werden. Und da drohen ja dann natürlich Impflücken, die selber wieder Infektionsschutzrisiken bürgen. Also es ist so ein bisschen diese Frage der Waage. Und da würde ich gerne mal Ihre Meinung hören. Das ist ja ein überraschender Befund, fand ich jetzt jedenfalls, dass das schon so stark sichtbar wird. Ja, also ich meine, insgesamt im Gesundheitssystem hat man hat ja auch Empfehlungen rausgegeben, Sachen, die jetzt nicht wahnsinnig dringend notwendig sind, einfach mal zu verschieben, während alles tobte. Das kann ja auch sinnvoll sein durchaus, aber letztendlich brauchen Ärzte und Ärztinnen Unterstützung von Ärztekammern, KV'n oder wie auch immer, wie sie ihre Praxis organisieren sollen. Denn das ist ja durchaus nicht ganz trivial, Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern zum Beispiel, Impfungen, solche Dinge zu machen, während eine Pandemie läuft. Und da war ich doch einigermaßen auch erschrocken, dass 30% der Erwachsenenimpfung, 35% der Kinderimpfung ausgefallen sind. Nur ungefähr die Hälfte der Impfung hat so stattgefunden, wie es geplant war. Und das wäre jetzt durchaus ein Aufruf, das vielleicht nochmal zu validieren, auch mit Abrechnungsdaten, wenn die irgendwann mal verfügbar sind, oder auch Verkaufszahlen, dass man da vielleicht auch nochmal eine Idee bekommt, was wird denn gerade besonders nicht geimpft, denn wir haben jetzt eine Masernimpfpflicht gerade, da wird es sicherlich dann, wenn die Schulen losgehen, auch wieder darum um die Frage gehen, wer ist denn jetzt gegen Masern geimpft? Und wir sehen das auch, es gibt wohl auch schon WHO-Warnungen, dass es also wichtig ist, das normale Impfprogramm aufrechtzuerhalten, und auch umfangreiche Hinweise, wie das denn möglich ist. Und da sollte unbedingt zugegriffen werden, rechtzeitig. Und wir sollten hier nicht warten, bis wir den nächsten Ausbruch von irgendwas haben, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Ich würde auch was dazu sagen. Ja, also als Mediziner nochmal. Also das Thema sollte, glaube ich, medial ganz stark aufgegriffen werden, was sozusagen so unerwünschte Begleiteffekte jetzt auf andere Erkrankungen sind. Das Impfbeispiel ist ja nur ein Beispiel, das sofort die Frage aufwirft, was ist eigentlich ein elektiver Eingriff oder eine elektive Maßnahme, auf die man verzichten kann. Das ist ja völlig undefiniert. Wir haben die Situation, dass wir natürlich jetzt zum Beispiel in meiner Klinik nur die Akutfälle behandeln, aber es gibt ja sehr viele andere, wenn man die jetzt nicht gut behandelt und wenn man jetzt da nichts macht, die uns dann wie ein Bumerang in 1-2 Wochen oder in 3 Wochen uns um die Ohren fliegen, jetzt mal salopp formuliert. Das heißt, wenn Leute jetzt aus Angst wegen Brustschmerzen nicht zum Arzt gehen, kommen sie in 2 Wochen mit einem schweren Herzinfarkt oder einem Schlaganfall in die Klinik. Und das sind Bereiche, die wir unbedingt im Blick haben müssen. Und das muss auch in die Gesamtrechnung eingehen. Die Patienten haben einerseits Angst, ist irrational, dass sie in den Praxen oder in den Kliniken
dann infiziert werden und sie wollen das Gesundheitssystem nicht zusätzlich belasten. Und da muss man, glaube ich, jetzt ein bisschen drauf drängen, dass wir da ein bisschen mehr Klarheit schaffen. Wir fangen jetzt auch in den Kliniken wieder mehr an zu überlegen, sollen wir wirklich nur mit der Hälfte der Betten fahren? Die Unimedizin Mainz hat nur die Hälfte der Betten belegt. Also praktisch für diese Covid-Pandemie-Management. Und das, wir überlegen jetzt, wie wir da wieder ein Stück weit in die Normalität zurückkommen, damit wir diese Kollateralschäden, schlechtes Wort, eben verhindern. Ja, Frau Baumer noch kurz, dann habe ich noch eine Frage an Frau Beeth. Genau, ganz kurz. Also ich würde das tatsächlich auch als eine Form der Komplexitätsreduktion der Bürgerinnen und Bürger interpretieren. Sie haben quasi die Info bekommen, unnötiges Aufschieben. Und ich glaube, das ist fast, das ist so ein bisschen die Konsequenz davon, dass man dann vielleicht auch diese Nachricht so für sich abgespeichert hat. Und deswegen jetzt, da stimme ich den beiden Kolleginnen und Kollegen sehr zu, jetzt nochmal klar kommunizieren sollte, dass das nicht bedeutet bei einer akuten Situation oder aber auch, wenn es um Routine-Vorsorgemaßnahmen geht, nicht zum Arzt zu gehen. Mhm. Ich glaube, da muss man jetzt wieder ein Stück weit zurück kommunizieren. Es war gut, dass die erste Info gut angekommen ist. Die ist offenbar verstanden worden und verinnerlicht worden, aber etwas überinterpretiert worden. Und die Leute haben es halt so für sich abgespeichert. Deswegen glaube ich auch wirklich jetzt darauf unterstreichen, wie wichtig das andere ist. Mhm. Ja, vielleicht aber man muss auch sehen, dass nicht nur, Entschuldigung, das muss ich noch ergänzen, also nicht nur die Leute sagen das selber ab, sondern auch Ärzte sagen das ab. Ne? Also das ist, sehen wir in den Daten, wir haben gefragt, haben Sie das abgesagt oder der Arzt? Und da sind durchaus auch Ärzte irgendwie aufgerufen und auch Ärzte kann man vielleicht oder irgendwelche unterstützende Organisationen, die helfen, die Praxis so zu organisieren, dass man eben die akuten Sachen und die Vorsorge teilt. Also die Diskussion muss jetzt geführt werden. Aber Frau Beeth, eine wichtige Nachfrage nochmal. Was machen wir denn, wenn sozusagen, wie soll ich jetzt sagen, falsche Botschaften hängen geblieben sind in der Kommunikation und die korrigiert werden müssen? Und die Leute müssen ihre Meinung eben ändern, sowohl die Ärzte als auch die Bürger, weil eben das, was vielleicht gesagt wurde, dann doch nicht ganz richtig verstanden wurde oder vielleicht eben so verstanden wurde, dass es nicht richtig ist. Was machen wir da? Naja, also die Ärzte hier erreichen ist, glaube ich, wichtig. Ärzte sind immer eine ganz wichtige Informationsquelle. Und wenn die Hälfte dieser Impfungen durch die Ärzte wurden abgesagt, wenn das schon mal nicht passiert, sondern die rufen ja dann ihre Patienten an und sagen, findet nicht statt, dann sollen die eben sagen, findet wann anders statt, und zwar folgendermaßen. Und da brauchen die Ärzte große Unterstützung. Und auch wenn die Eltern dann beim Arzt anrufen und sagen, ich sage es ab, auch dann ist eine Interaktion, ein Austausch möglich. Also ich glaube, es kann man einerseits durch den direkten Kontakt beim Arzt, das muss erfolgen durch Unterstützung der Ärzte, durch die entsprechenden Organisationen. Und auf der anderen Seite kann man es sicherlich auch durch Informationen durch, meinetwegen die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, durchs RKI oder auch durch die Journalisten, durch entsprechende Berichte verbreiten. Ja. Aber wenn an dem Touchpoint, ich habe jetzt noch eine wichtige Frage, Patient, dass keine Absage passiert, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Genau, hier gibt es noch eine Frage an Frau Beeth, und zwar, das ist die beliebte Maskenfrage, fragt eine Kollegin oder Kollege. Meiner Beobachtung nach tragen 15-20% der Leute auf der Straße beim Einkaufen Masken. Welche Ergebnisse sind da im Bereich Maskentragen in Cosmo sozusagen bisher aufgetreten? Gibt es da irgendwelche Trends, Veränderungen? Wie sieht es da aus? Ja, das ist eine hervorragende Schätzung. Wir haben jetzt diese Woche gefunden, 25% tragen bereits häufig oder immer Maske in der Öffentlichkeit. Und wir haben gefragt, welche Maske tragen Sie denn? Und die Stoffmaske gewinnt. Also genaue Zahlen können Sie übrigens alle unter corona-monitor.de nachgucken. Die erzähle ich Ihnen jetzt nicht alle ganz im Detail. Also wie viel Prozent welche Maske tragen. Und was uns da sehr wichtig war, war nochmal zu gucken, wissen die Leute eigentlich, wen die Masken schützen? Wir wissen alle die Stoffmaske, Herr Ramelow, unser Ministerpräsident sagt immer Spuckmaske dazu. Das finde ich einerseits ein bisschen eklig, aber andererseits drückt es irgendwie aus, was es ist. Also schützt eher die anderen. Und dann gibt es eben Masken, die FFP2-Masken mit und ohne Ventil, die eben auch andere schützen oder manche schützen eben nur mich, zum Beispiel die mit Ventil. Und wir haben geguckt, ob das bekannt ist. Bei den meisten Masken wissen die Leute, welche Maske wen schützt,
Aber bei der, gerade bei der Maske mit Ventil, da wird eben auch gedacht, dass das ein Schutz für andere ist, was nicht so ist. Und wir haben auch mit so einer experimentellen Methode abgefragt, ob die Leute bereit wären, solche Masken zu tragen oder zu kaufen, gerade eben diese FFP2-Masken, die eben besonders für Fachpersonal vorgesehen sind. Und was wir hier finden, ist, ob das RKI, also wir haben dazu variiert, ob es eine Empfehlung, ob die Empfehlung des RKI dabei steht, dass die Masken nur für Fachpersonal sein sollen oder nicht. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Also die Leute wollen das, was gut ist, haben und sind da auch bereit, eben die Maske zu tragen, die eher einen sozialen Nutzen hat, also auch die andere mitschützt, aber auch eben diese Maske mit Ventil wollen immerhin 36% würden die auch kaufen, wenn sie das Angebot hätten. Also von daher, zu Masken abschließend kann man sagen, die Bereitschaft ist sehr, sehr hoch. 45% finden auch, es sollte verpflichtend sein. Die meisten tragen Stoffmasken, wissen auch um die Einschränkung des Schutzes. Aber gerade wenn es um die FFP2-Masken geht, da sollte arg klar kommuniziert werden, bevor die noch knapper werden, dass die dem Fachpersonal vorbehalten sein sollten. Und möglicherweise reicht alleine diese Empfehlung hier nicht aus. Ist auch, also Frau Belsch, wenn ich das ergänzen kann, also genau. FFP2-Masken und FFP3-Masken ist für die Normalbevölkerung auch gar nicht zu tragen. Also weil man mit denen, wenn man mit denen rumläuft, kann man eben auch kaum richtig atmen. Also das ist ja nicht so wie eine Stoffmaske oder eine FFP1-Maske. Also das ist wirklich keine echte Möglichkeit jetzt für die Gesamtbevölkerung. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass die auch bei den Ärzten und Pflegepersonal dann auch da ist, ihre Heimat haben. Aber wenn sie in Reichweite sind, sozusagen, würden eben trotzdem 36% zugreifen. Nee, an den Daten zweifle ich ja gar nicht, aber ich glaube, also die Botschaft kann nicht sein, dass wir jetzt alle damit, also man kann das gut eingrenzen, das Infektionsgeschehen, also auch wir in den Kliniken tragen alle FFP1-Masken ja, also in den Kliniken, um die anderen zu schützen, und ich glaube, auch die Patienten tragen die, also die nicht betroffenen Patienten, und das betrifft, also das funktioniert sehr gut und damit kann man Infektionsgeschehen wirklich gut eindämmen. Mhm. Frau Baumann, wir sind jetzt gleich noch 4 Minuten, wir sind gleich schon vorbei, aber Sie wollten dafür noch was sagen, das dürfen Sie jetzt natürlich einbringen, klar. Dankeschön. Ja, ich finde die Erkenntnisse zum Thema Masken besonders spannend in der aktuellen Welle, denn das Delta zwischen denjenigen, also zwischen diesem ungefähr Viertel, das eine Maske trägt, und gleichzeitig aber über 70%, die das Tragen für wirksam halten würden, und 2/3, die bereit wären, es zu tragen, zeigt, dass es eine Kommunikationsherausforderung auch ist. Unter anderem, es ist natürlich eine Verfügbarkeitsherausforderung, aber auch eine Kommunikationsherausforderung. Und vielleicht ist es für einige auch noch eine Hürde, eine Maske zu tragen, weil es sich vielleicht komisch anfühlt, weil man sich noch nicht in der Mehrheit fühlt, wenn man damit auf die Straße geht, weil man irgendwelche Barrieren hat. Von daher glaube ich, dass es auch wichtig ist, da einerseits an die soziale Verantwortung zu appellieren. Das hatte Frau Beetsch auch schon gesagt. Wenn die Leute bereit sind, sie zu tragen, wissentlich, dass sie damit andere schützen, dann ist das ein tolles Kommunikationseinfallstor, in dem man die Leute an ihrer sozialen Verantwortung anspricht und auch erreicht. Und ich glaube einfach, dass es beim Thema Masken, es ist einfach ein für uns jetzt so eine ungewohnte Sache. Es gibt eine Barriere, sie sich anzulegen. Und ich glaube, da kann man kommunikativ, visuell, durch Befürworter, durch Aktionen auch etwas tun, um aus dem vorhandenen Wissen und der Einstellung auch eine Verhaltensbereitschaft zu machen am Ende. Mhm. Herr Lieb oder Frau Beetsch, wissen wir denn das Verhältnis von Selbstschutz zu Fremdschutz? Ist das den Leuten klar oder geht das vielleicht auch ein bisschen auseinander? Also ich will mich selber schützen, ich soll andere schützen, das verstehen die alle, aber wie verhält sich es im Einzelnen? Also da ist ja ein Widerspruch. Ich will mich natürlich nicht mit einer Maske schützen selber, die mich nicht schützt. Ich will auch andere schützen. Also wie verhält sich diese beiden Dinge zusammen? Also ich kann jetzt nichts Genaues, also ich meine, die Abstandsregel ist das Wichtigste, mindestens 1,5, besser 2 Meter Abstand zu halten. Da schützt man sich selber am besten, und mit der Maske, wenn man näher dran geht, mehr kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Frau Beetsch, weiß nicht, ob Sie noch was an der Stelle sagen können.
wir haben die Leute gefragt, wenn sie eine Maske tragen, ob sie, also wie sehr sie denken, dass sie damit sich selber oder andere schützen. Und im Mittel wollen die Leute damit eher andere Personen schützen als sich selbst. Also da ist der Mittelwert bei 5,8 und ist bei sich selbst bei einer 4,4. Also diese prosoziale Motivation, die ist hier deutlich. Gut, ich glaube, dann haben wir hier einen ganz guten Schlusspunkt erreicht. Es ist gleich 15 Uhr und wir versuchen immer die Zeit Schluss zu machen. Vielleicht können Sie noch ganz kurz sagen, Frau Beetsch, wie geht es weiter mit den Cosmo-Umfragewellen? Also wie lange haben Sie das noch vor? Geht das jetzt, wie lange dauert das noch? Genau. Wie lange es noch dauert, wissen wir nicht. Im Moment sind jetzt erstmal 15 Wellen geplant. Vielleicht machen wir auch noch mehr. Es ist eine Ausnahmesituation und wir entscheiden von Woche zu Woche. Wir haben auch immer wieder wechselnde Partner, so wie Herr Lieb mal dazu kam, kamen auch immer andere dazu. Und so werden wir das thematisch an die Themen anpassen, die gesellschaftlich relevant sind und auch politisch natürlich relevant. Erstmal bis Welle 15 haben wir geplant, dann werden wir weitersehen. Aber es ist ein Riesenaufwand, muss man auch nochmal sagen. Und als Resilienzforscher kann man sagen, das ist schon eine riesige Stressbelastung auch für die Wissenschaftler. Und das ist aber ein toller, einmaliger Datensatz, muss man sagen, dass es wirklich eine gute Gelegenheit ist, auch so über das Infektionsgeschehen hinweg was zu beobachten, was die meisten ja nicht machen. Die machen einfach so Querschnittuntersuchungen und hier sehen wir einfach Verläufe. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Gut, dann möchte ich mich bei Ihnen, den beiden Damen und Herrn Lieb, herzlich bedanken. Für die Kollegen draußen, es gibt einen Videomitschnitt ungefähr in einer Stunde und wir arbeiten dann auch an dem Transkript und das wird auch so schnell sozusagen dann vorliegen. Aber zunächst mal erstmal vielen Dank für das Interesse draußen und vielen Dank nochmal an die Expertinnen und den Experten und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und gute Gesundheit. Vielen Dank. Ihnen auch. Danke nochmal fürs Zuschauen. Danke gleichfalls. Ja, tschüss. Dankeschön.